Denn wir kommen jetzt zum netten Teil des Abends. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen aus den zurückliegenden Jahren die Spendenhöhe. Das hat sich immer so ein bisschen einnivelliert bei 40.000 Euro. Und weil Sie so klasse sind und in diesem Falle einfach noch mal ein bisschen Schüppchen draufgelegt haben, haben wir gesagt, das kehren wir dann jetzt auch noch aus, dürfen wir heute einen Betrag von 45.000 Euro an Herrn Dr. Schäuble überreichen. Und Herr Dr. Schäuble wird das, glaube ich, direkt weiterreichen, so wie ich Sie verstanden habe. Ich nehme mich gar nicht an, sonst habe ich ja steuerliche Probleme. Also, die letztes Jahr dabei waren, haben das mitbekommen, wie Herr Gabriel, der ja heute auch der Schirmherr dieses Abends ist, im letzten Jahr gezittert hat, als auf dem Scheck gestanden hat, 40.000 Euro für Herrn Gabriel. Der hat Sie wahrscheinlich gefürchtet bei der nächsten Kabinettssitzung. Kein Thema. Ich darf Ihnen erstens nochmal herzlich danken und diesen Scheck überreichen. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Schecküberreichungen, aber man hat mir das sozusagen aufs Auge gedrückt. Also, Sie nehmen mir das nicht übel. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schäuble. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Wolfgang, sehr geehrter Herr Grünewald, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Es ist mir eine wirklich große Freude, diese Spende entgegennehmen zu dürfen und eine besondere Freude, Ihnen auch gleich direkt und persönlich dafür zu danken. Bei diesem Freundschaftsmahl, dessen Tradition und Geschichte das große soziale und humanitäre Engagement des Bauindustrieverbandes NRW verdeutlicht. Und ich danke natürlich auch Wolfgang Schäuble ganz besonders, der diese großherzige Spende dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung stellt. Wir waren ja beide gleichzeitig 30 Jahre im Deutschen Bundestag und sind freundschaftlich miteinander verbunden, was mich sehr freut. Diese Spende ist eine wichtige Hilfe für tausende Menschen, die in Syrien, Jordanien, dem Irak, dem Libanon oder in der Türkei auf der Flucht sind, aber ebenso auch für die vielen ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Beirut, in Damaskus und hier bei uns. In Syrien zum Beispiel sind wir seit 6 Jahren verstärkt tätig, mit großer finanzieller Unterstützung durch das Auswärtige Amt. Beispielsweise unterhalten wir ein Flüchtlingslager im jordanischen Azraq, das syrische Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgt. Und zu diesem Nötigsten zähle ich bewusst auch Bildung, Schulunterricht. Über 40% der Menschen in diesem Flüchtlingslager sind Kinder. An der syrisch-libanesischen Grenze begleiten Rotkreuz-Delegierte Flüchtlingsströme, helfen bei der Evakuierung, stehen den Menschen auf diesen zum Teil extrem gefährlichen Routen zur Seite. Nach Syrien selbst entsenden wir Hilfspakete mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten sowie Zelten, Decken und anderen. Und wir helfen in ganz enger Verbundenheit dem syrisch-arabischen Roten Halbmond, deren Helfer unter großen Gefährdungen soweit möglich überall im Land unterwegs sind. Dabei haben, und das ist sehr traurig, 50 Helfer beim ehrenamtlichen Einsatz ihr Leben bereits lassen müssen, obwohl sie nur unterwegs waren, um anderen zu helfen. Was Deutschland anbetrifft, so betreut das DRK derzeit in 380 Notunterkünften rund 220.000 Flüchtlinge. Und das schaffen wir nur, weil derzeit jeden Tag 15.000 überwiegend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer rund um die Uhr im Einsatz sind. Viele von ihnen an der Grenze der Belastbarkeit. Erfreulich ist, dass wir bei den großen Notunterkünften wie in Erding und Feldkirchen in Bayern zum Beispiel unterstützt werden. Und das zeigt, wie schön es ist, wenn man in einer internationalen Gemeinschaft tätig ist. Rotes Kreuz, Roter Halbmond. Unterstützt werden auch von unseren Schwestergesellschaften, vom Belgischen, vom Dänischen, vom Finnischen, vom Niederländischen, vom Norwegischen und vom Schweizerischen Roten Kreuz. Und zusätzlich auch von sogenannten freien und ungebundenen Helfern, die gar nicht beim Roten Kreuz sind, sondern die kommen zu unseren Unterkünften und sagen, wir möchten einfach helfen.
So ist, und das hat Wolfgang Schäuble ja auch zu Recht gesagt, das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland ein besonders hohes Gut. Wir könnten heute die Unterbringung und die Betreuung der Flüchtlinge eben nicht gewährleisten, ohne die Millionen Menschen, die sich nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen humanitären Organisationen ehrenamtlich einsetzen oder auch als Person. So ist die große Spende für die Flüchtlingshilfe im Ausland, in Syrien und in den Nachbarregionen, die wir natürlich auch in unserem Verband kommunizieren werden, ein wichtiges Zeichen des Respekts für unsere Helfer. Und nochmals, Herr Präsident Grünewald, und Ihnen allen ein ganz herzliches Wort des Dankes.